Wir müssen dann mit unserem Kreuz auf unsere Kurbel draufkommen. Sprich, nicht jetzt die Kurbel. So, das wird jetzt den Zylinderkopf, genau. Ja? Wir ölen dann die Zylinderlaufbahn. Ich gucke hier hoch und so Stückfüße. Deswegen tue ich dann nur, dass es so hoch ist. Ich öle jetzt erstmal nur den ersten Zylinder. Normalerweise mache ich gleich 1 bis 4. Aber das dürfen wir dann übernehmen. Und dadurch halt auch einen ziemlich geringen Ölverbrauch. Bitte Öl. Wir schon mal ein Apfel drin. Auch ruhig hoch. Bis zu Kolben können wir. Können wir einen Blick bekommen? Ich bin ja so angespannt hier. Kolbenringe verdrehen. Kolbenringe verdrehen. Kann ich die nachher noch verdrehen? Können Sie, ja, aber dann wird halt eine ölige Angelegenheit. Gerade ausschauen. Gerade halten. Letzte Ringmeister? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es so schwierig war, so einen Kolben einzuführen. Am besten live. Hin- und Herkette. Ja, das versuche ich. Und du kommst dann da unten an die Linksringe nicht mehr dran. Also auch ganz bis nach oben ölen. Auf die Kolbenbrille, genau. Das ist mein Motor fürs Wochenende. Oder? Jetzt gucken, wo die Zylinderkopfdichtung wird eingespitzt in der Nachtfeld. Das ist schon wieder Nachtdicht. Ja, hier oben ist auch ein Natrium. Das ist die andere Ableitung. Beschichtet? Nee, da ist ein Natrium drin. Und umso heißer es wird, umso flüssiger wird es. Das draufsetzen, gucken wir unsere Ventile an, dass die alle zu sind. Und wir haben unsere Zündkerzen, die im Bereich von unseren Injektoren. Das ist ein bisschen Werkzeug. Okay, das war's. Runterdrücken, fährt der Kran auseinander. Nicht ganz. It was a nice experience today. Great to see how controlled everything is, how clean, how professional, and even how they try to put in a little bit of emotion because it's one man per engine. So it's one mechanic who's building the whole engine all the way through to the end, and then he gets to put his little name on it. That's a nice thing.